Und weiter geht's. Ich weiß nicht. Ich verstehe. Stimmt etwas nicht? Sie sagt, dass sie Hunger hat. Aber wir haben noch gerade erst gegessen. Sie möchte aber etwas ganz Bestimmtes. Sie redet von einem Dessert, das du in deinen Händen hattest. Was könnte sie meinen? Oh, es muss etwas von Taka sein. Ja, Taka, der Meisterkoch. Der von seinen Schülern übertrumpft, von seinem Schüler übertrumpft wurde. Wie bitte? Geh und frag ihn einfach, Kind. Reiskuchen und das zu Napopo bringen. Das ist gar nicht mal schlecht. Jetzt muss ich noch ein paar Würmchen besorgen, damit ich den Rotwels fangen kann. Mit der Hoffnung, dass ich vielleicht... die Quest der Mayo, bei der Mayo abgeben kann. Es ist echt viel zu tun. Es geht auch hier gerade von Schlag auf Schlag, habe ich das Gefühl. Könnte man vielleicht ein bisschen die Geschwindigkeit rausnehmen. Aquila, weißt du etwas über die Tempel von Mara? Sie sind außerordentlich interessant. So viel steht fest. Ihre Architektur ist sehr außergewöhnlich. Und weißt du etwas über ihre Geschichte? Um ehrlich zu sein, darüber weiß ich sehr wenig. Es gibt jedoch ein Buch, das sich mit der Geschichte der Tempel beschäftigt. Ich habe den Namen vergessen, aber ich erinnere mich, dass es eine Spirale auf dem Umschlag hat. Ich glaube, ich habe irgendwo ein Buch mit einer Spirale gesehen. Na klar, bei Saimi. Alles klar, super. Wunderbar. Wir müssen jetzt zu Saimi, können gleich zwei Sachen zeitgleich erledigen. Und hier nochmal zu Akagi. Die kann uns dann beibringen, wie man eine Mine baut. Hey Akagi, weißt du, wie man eine Mine baut? Eine Mine? Das kann gefährlich sein. Verstanden. Eine Mine bietet dir die Möglichkeit, viel schneller hochwertige Mineralien abzubauen. Aber die Mineralien können sich auch erschöpfen. Also pass auf, dass du nicht zu viel abbaust. Und denk immer dran, dich bei Mara zu bedanken. Ist gut, ich hab's verstanden. Hier, nimm diese Blaupausen für eine Mine. Danke, Akagi. Super. Wie läuft's mit deiner Aufgabe, Kleine? Okay, ich muss erst noch die Mine fertig bauen. Das bedeutet, ich muss immer eine Opfergabe für die beiden Wächter abgeben, wie es uns unsere Omi beigebracht hat. So, jetzt gehe ich nochmal hier hin, kaufe noch ein Teeservice. Handel, kaufen, eintreten. Saimi, kann ich mit dir reden? Tut mir leid, Koa, ich kann gerade nicht reden. Es ist wirklich wichtig. Ich weiß, es tut mir leid. Komm später wieder. Ich habe dir etwas Süßes mitgebracht. Für den Nachmittagstee. Du hast wirklich Nerven, Kind. Komm rein. Tut mir leid, dass ich mit dir so geredet habe. Deine Sturheit gefällt mir nicht, aber ich akzeptiere deine Entschuldigung. Mach das nie wieder. In Ordnung. Aber ich wollte mit dir über etwas Wichtiges reden. Worum geht es? Ich habe eine Frau namens Fink getroffen. Sie sagt, sie ist ein Illit. Noch ein Illit in Mara? Das ist in der Tat seltsam. Warum? Naja, wir wissen nicht viel über sie. Sie stammen von einem technologisch sehr fortschrittlichen Planeten mit einer Gesellschaft voller Hierarchien. Es gibt einige Geschichten über ihr Reich des Fortschritts. Geschichten über... darüber, wie sie jeden Planeten verwüsten, den sie besuchen. Ich sollte besser herausfinden, welche Absichten diese Elite hat, aber ich bin alt. Ich kümmere mich darum. Ich weiß nicht, Koa, ich denke, du bist zu jung für sowas. Elites können sehr gefährlich sein. Saimi, bitte. Koa, das ist eine ernste Angelegenheit. Ich meine es auch ernst. Nein. Gib dich nicht mit diesen Leuten ab. Überlass das Ganze einem Erwachsenen und vergiss die Sache. Schau mich nicht so an. Ich kann das wirklich tun. Es geht nicht darum, dass du es nicht kannst. Es ist einfach noch nicht der richtige Augenblick. Ich habe schon so viele Dinge für dich getan. Und du glaubst immer noch, dass ich manche Dinge nicht tun kann, weil ich ein Kind bin. Das ist lustig. Nicht für mich. Es ist lustig, weil ich die gleiche Diskussion mit Haku hatte. Tausendfach. Was? Sie war wie du. Widerspenstig und frech. Nichts konnte sie aufhalten. Jedes Mal, wenn ich ihr gesagt habe, dass sie etwas nicht tun soll, hat sie es sofort trotzdem getan. Das glaube ich nicht. Oh doch. So war sie. Deine Großmutter schrie, brüllte und stampfte, bis sie ihren Willen bekam. Du bist genau wie sie. Also so schön. Also schön. Du wirst weiter weit hinauf aufs Meer fahren müssen, um herauszufinden, was die Elites aushecken. Aber mit meinem Boot komme ich nicht weit. Dann solltest du es besser machen. Bitte Caleb in der Werft um Hilfe. Und dann fahr hinauf aufs Meer, um nach Antworten zu suchen. Okay.
Weißt du was? Deine Großmutter hat das auch immer gemacht. Genickt und gelächelt. Ich wünschte, ich wäre so unbeschwert wie du. Alles klar, geh und sprich mit Caleb als erstes. Geh, verschwende keine Zeit. Okay. Mit Caleb, Ackerfelder. Frag Saimi nach einem Buch mit der Spirale auf dem Umschlag. Saimi, könntest du mir ein Buch leihen? Oh, es freut mich, dass du dich für alte Schriften interessierst. Es ist für Aquila. Er hilft mir bei einer Sache. Aquila, der Elit. Er ist sehr ernst und ein wenig hochnäsig. Wenn er ein Elit ist, will er bestimmt etwas als Gegenleistung. Ich glaube, er wünscht sich nur etwas Gesellschaft. Nun ja, wir werden sehen. Alles klar, aber ich glaube, der Elit ist gar nicht so verkehrt. Der Aquila, der ist zwar auch ein Elit wie die andere, der ich jetzt nicht so traue, aber, sag ich ganz ehrlich, ich glaube, der Aquila hat das Herz am rechten Fleck. Also er ist jetzt nicht, gar, er ist nicht so unsympathisch. Da ist der Edigan viel ekliger. Von daher. Ja. Gut. Aquila, ich habe das Buch für dich. Apfel, Apfel, Apfel. Lecker. Hier hast du das Buch. Vielen Dank, mein Kind. Ich muss erst in Ruhe lesen, danach kann ich dir mehr erzählen. Okay. Dieses Anwesen ist viel zu groß für dich alleine. Ich komme gut allein zurecht. Ich habe meine Familie auf Deva zurückgelassen, meinem Heimatplaneten. Hier kann ich in Frieden leben. Ich bin mir sicher, dass das Wetter hier viel besser ist als auf Deva. Ja, das ist es wirklich. Obwohl ich Regen vorziehe. Was für ein komischer Kauz. Ich mag Regen an sich ja auch. Erfrischt die Luft und ist einfach. Ja, ist einfach schöner. Natürlich bin ich bei Regen jetzt auch nicht so gerne draußen, wenn es jetzt richtig schüttet wie aus Eimern oder wenn es diesen ekligen Nebelregen ist, wo du einfach dieser Nieselregen, wo es ganz wenig Wasser vom Himmel fällt, der ist zwar erfrischend, aber du merkst einfach nicht, während du einfach mal so irgendwann richtig nass bist. Und das ist, ja, das ist immer schwierig. Je nachdem, was man macht, kann das mal ganz nett sein, aber kann auch mal ganz schnell nach hinten losgehen. Co, hör auf zu faulenzen. Das darf nur ich. Och, Mann. Was mache ich denn jetzt? Mit Caleb. Dahin muss ich. Ich muss mit Aquila sprechen für den nächsten Auftrag und ich muss nochmal. Ja, gehe ich nochmal ins Hotel schlafen. Ich habe hier echt viel, 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 viel zu tun. Ich weiß gerade gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich will mal eine Runde schlafen, eine Runde Haier machen. Wunderbar. Kaufe einen Reiskuchen von Taka und bringe es nach Popo. Das ist super. Dann mache ich das doch. Dann kann ich von allem so ein bisschen was machen. Ja, hier hast du auch was, ein Hundi. Wenn der Hund schon so brav ankommt, kriegt er auch was zu essen. Oh nein, der ist zu. Komm vorbei. Okay. Ah, der hat noch nicht offen. Der macht erst um 10, oder? Wann macht der auf? 10, okay. Das ist okay. So schlimm und so tragisch ist das jetzt nicht. Ich muss gucken, ob ich noch ein paar Köder finde. Oh, die haben sich hier echt gemütlich gemacht. Hast du gesehen, wie wunderschön der Himmel ist? So eröffnet man also ein Bankkonto. Ihr braucht auch gar kein Bankkonto. Guckt doch mal, voll lecker. Fisch und Melone und oh, lecker. Supi. Ah, das ist ein Würmchen. Das ist super. Die werde ich hier aber nicht benutzen. Die werde ich zu Hause benutzen, in der Hoffnung, dass ich dann die Aufgabe von der Mayo beenden kann. Die ich immer noch nicht lesen kann. Fange ein paar Fische für Mayo, sprich mit Edigan für den nächsten Auftrag. Ah, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich mag Edigan. Wie gesagt, ich mag den nicht. Magst du Geschenke? Natürlich, wer denn nicht? Ein Elit ist vorbeigekommen und hat mir das hier gegeben. Ich will es nicht. Willst du es? Wenn es von diesem listigen Elit ist, besser nicht. Tja, ich muss es so oder so loswerden. Vielleicht kann ich es für dich wegwerfen. Ja, wirf es weg. Wirf das Geschenk für Elit in den Müll.
Aber warum? Warum? Bis bald. Okay. Mache weiter mit den Aufträgen von Lizio. Frage Tucker nach den berühmten Nudeln. Spreche mit Noho für den nächsten Auftrag. Baue eine Mine auf Koas Insel. Boah, ich habe hier gerade so viel zu tun, dass ich gar nicht wirklich weiß, wo ich jetzt aufhören und anfangen soll. Oh je, oh je. Na gut. Tucker, ich brauche eins deiner köstlichen Reiskuchen. Oh. Möchtest du das Rezept dafür lernen? Ich brauche dafür etwas Reis, Mehl und ein wenig Schokolade. Wenn du mir die nötigen Zutaten bringst, zeige ich dir, wie man sie zubereitet. Okay. Warum eigentlich nicht? Die Frage ist nur... Aha, immer diese blöden Leute, die ihren Müll einfach wegwerfen. Das ist nicht toll, das ist nicht gut. Ich weiß, wo ich Mehl herkriege. Aber ja, kann ich auch gleich nochmal hier mit dir sprechen. Koa, ich arbeite gerade daran, eine neue Produktreihe zusammenzustellen. Souvenire aus Mara. Sie bestehen aus kleinen Muscheln, Piratenpuppen, Modellbooten. Ein wenig von all den Dingen, die Touristen lieben. Oh ja, ich hätte gerne eine Piratensuppe. Ich habe leider keine mehr. Ach, Puppe, Entschuldigung. Was mit den Modellbooten? Die hat Caleb alle. Dann hätte ich gerne eine Muschel. Okay. Du findest sie am Strand hinter dem Leuchtturm. Wenn du mir welche bringst, kriegst du ein Geschenk von mir. Das klingt, als ob du mich ausnutzt. Nein, das nennt man Teamwork, verstehst du? Als Caleb und ich um die Welt gereist sind, hat er immer unsere Sachen getragen. Und ich habe das Falsche übernommen. Wir waren einzigartig. Wir waren die berühmten Händler der Quellis. Wir konnten wirklich alles verkaufen. Okay, okay, ist ja schon gut. Ich besorge dir ein paar Muscheln. Oha. Caleb, ich muss mein Boot aufbessern. Halt. Wie soll das Boot aufgebessert werden? Ich weiß nicht. Größer, schneller, vor allem mehr. Wir können neue Ruder einbauen. Die Kabine vergrößern. Was für ein Motor hat es? Einen, die die Ruder antreibt. Natürlich, was auch sonst. Wie viel Strom braucht er? Strom? Womit soll er sonst laufen? Mit Treibstoff der Quellen von Mara. Mit Mala. Wie merkwürdig. Warum? Das ist eine uralte Energiequelle. Heutzutage verwendet sie niemand mehr für diesen Zweck. Ich aber schon. Nun gut. Zuerst müssen wir neue Ruder herstellen. Bring mir etwas Geld, um die Teile zu kaufen. Ich bin mir nicht sicher, wie wir den Tank vergrößern können. Aber das wird nötig sein. Ich kenne da einen merkwürdigen Guido. Er weiß eine Menge über die Quellen. Blue? Ja, er ist etwas eigenartig. Stimmt, aber er ist immer sehr hilfsbereit. Wohl wahr. Na gut. Alles klar. Gut, rede mit Blue. Wunderbar. Ein bisschen Geld habe ich ja. Da will ich nochmal mit Blue sprechen. Der Tag hat ja erst gefühlt begonnen. Ich... Aquila. Machen wir mit den Aufträgen. Reiskuchen. Ah ja, stimmt. Mehl brauche ich. Das wollte ich zuerst machen. Da muss ich nochmal an den Marktplatz der Frauen vorbei. Zu den Marktfrauen. Und dann kann ich mal gucken, wie es weitergeht. Jetzt muss ich mal schauen, wie ich den Tank vergrößere. Da hatte mich eine Zuschauerin mal angeschrieben, ob ich da schon weitergemacht habe. Aber soweit war ich noch nicht. Von daher konnte ich ihr keine Antwort geben, wie man den Tank verbessert. Deswegen bin ich da gar nicht so sicher. So, was willst du denn haben? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kann eigentlich von den Sachen alles... Ja, das passt schon. Nicht von allen Sachen, aber einige. Den Mais, davon kriegst du 5. Das war's aber auch schon. Einfach aus dem Grund, dass die Dame jetzt von mir... Ja, den Mais brauche ich für die Hühner und die Äpfel für die Hunde. Für die Hundis! Wunderbar, jetzt kann ich eigentlich Tucker alles bringen. Wir sind auch schon wieder bei 15 Minuten. Es geht heute echt schnell.
Auch von den Aufgaben her, muss ich sagen. Ich habe dir die Zutaten für den Reiskuchen mitgebracht. Perfekt, hier hast du das Rezept. Dann kannst du sie in Zukunft selbst zubereiten. Vielen Dank, meine Freundin Napopo wird begeistert sein. Napopo, was für ein ungewöhnlicher Name. Sie ist eine gute Freundin von mir. Und ein echtes Leckermaul. Super. Wunderbar. Mit Blue, da muss ich sowieso quatschen. Dann kann ich der Napopo auch den Reiskuchen bringen. Ich will mal gucken. Entschuldige, er arbeitet gerade. Das ist super. Kann ich hier noch irgendwas machen? Hey, Kleine, du erledigst doch des Öfteren Botengänge für andere Leute, nicht wahr? Ich würde es nicht Botengänge nennen. Ich mag es einfach, anderen zu helfen. Sehr gut, denn ich brauche Hilfe. Womit? Mein Amtsstempel der Marine ist kaputt gegangen. Ich kann im Moment keine Geldscheine mehr abstempeln. Ich brauche einen neuen. Vielleicht kann Aquila mir einen besorgen. Könntest du zu ihm gehen und mit ihm danach fragen? Er ist mein bester Kunde, aber ich möchte ihn nicht zur Last fallen. Kommt sofort. Alles klar, sieht doch schon mal ganz gut aus. Mit Aquila muss ich sowieso nochmal schwätzen. Boah, Aquila, dann dahin. Mann, Mann, Mann. Das sind wirklich größtenteils Botengänge-Chor. Da muss ich dir schon wieder leicht widersprechen, Mädchen. Aber so wie du halt die ganze Zeit hin und her geschickt wirst, ist das nun mal leider so. Naja. Was willst du diesmal? Herr Edigan möchte wissen, ob du einen Amtsstempel der Marine hast. Einen Stempel? Ich habe einen, aber wenn er ihn wirklich so dringend braucht, dann sollte er auch einen angemessenen Preis dafür bezahlen. Ist Edigan reich? Ja, er hat recht viel Geld. Und ich habe bei ihm auch eine Menge Schulden. Ich finanziere Rigattas Expedition. Sie ist meine Nichte. Sag Edigan, dass ihn der Stempel 2000 Münzen kosten wird. Das ist wirklich ganz schön. Das sind wirklich ganz schön viele Münzen. Bring mir das Geld und ich gebe dir 20% davon und den Stempel. Das klingt merkwürdig. Das nennt man Geschäfte machen, Kleines. Wunderbar. Hast du schon etwas für die, durch das Buch herausgefunden? Noch nicht, nein. Hast du nichts anderes zu tun? Ja, aber ich hatte Lust vorbeizuschauen. Wie sieht dein Zuhause aus? Ich wohne in einem winzigen Haus. Es würde bestimmt ohne Probleme in eins deiner Zimmer in deinem Anwesen passen. Dann sollten wir ihm einen Hauch von Eleganz verleihen. Wie findest du meine Statue? Sie ist wirklich schick. Es ist, sind Kopien von Statuen, die der Marine gehört haben. Pass auf, ich gebe dir eine der Statue als Dekoration für deinen Garten. Wenn sie dir gefällt, kannst du jederzeit zurückkommen und weitere Statuen kaufen. Ah, das ist schön. Dekoriere deine Insel mit einer Statue. Ah, super. Na gut, rede mit Blue, Pflanze, Aquila Statue, mach weiter mit Koa, gib Napopo Reiskuchen, mach Aufträge mit Mayo, Lieblingsfisch zu Koa, okay, sprich mit Edigan um 2000 Münzen. Warum haben die denn alle Schulden bei denen? Das ist nicht toll. Am besten ist, wenn man schuldenfrei bleibt. Von daher, ja gut. Hast du meinen Stempel? Aquila hat einen, aber er sagt, er kostet 2000 Münzen. Was? Das ist wirklich viel Geld. Versuchst du mich hereinzulegen? Na gut, aber nur weil ich ihn wirklich brauche. Bring ihn schnell zu mir. Ich bin gleich wieder zurück. Edigan, nicht jeder ist so gierig wie du. Die Koa nimmt, wie heißt die Koa? Wird kein übers Ohr hauen. Das ist nicht das Stil von der Koa. Das macht sie nicht. Vor allem können wir 200 Münzen behalten. Ja, aber das muss der Edigan nicht wissen. Der ist gemein genug zu uns. Hier ist das Geld. Und hier hast du den Stempel und deine 20%. Das fühlt sich irgendwie nicht richtig an. Kleines Edigan ist kein armer Schlucker. Er wird es schon überleben. Das glaube ich auch. Das sind sogar 400. Stimmt, bei 2000. Och, ich habe falsch gerechnet. 20% sind ja, von 200 sind 20% ja 400. Das ist okay. Ja, Edigan wird jetzt auch, und diesbezüglich jetzt wirklich nicht vom Fleisch fallen. Der arbeitet, hat ja bei der, der ist ja, hat schon ordentlich Geld. Ich meine, er leitet die Bank und viele Leute haben geschlossen. Okay.
Ich meine, wer sich leisten kann, von 9 bis 15 Uhr zu arbeiten, der ist jetzt wirklich kein armer Schlucker. So, dann will ich nochmal mit Blue reden und zur Napopo den Kuchen bringen. Dann ist die glücklich. Schmecken sie dir? Mh, lecker, das freut mich zu hören. Super. Rate mal, weshalb ich hier bin. Ich soll dir bei den Vorbereitungen auf eine Reise helfen. Wow, das stimmt. Siehst du, ich habe es gewusst. Nun, was möchtest du denn? Hast du einen größeren Behälter, den ich als Tank für den Treibstoff aus der Quelle benutzen kann? Was habe ich dir über die Quelle erzählt? Sie versteht es nicht. Ich weiß, sie liefert keinen Treibstoff, sondern Mala, die spirituelle Lebenskraft Maras. Ich verspreche, ich bringe ihr nächstes Mal eine Opfergabe. Sehr gut, dann verkaufe ich ihr einen neuen Behälter für das Mala. Super, habe ich gekauft. Dann verkaufe ich dir einen neuen Behälter für das Mala. Super, passt eigentlich. So, das nehme ich mit. Jetzt kann ich zu Caleb gehen. Sprechen mit Blue für den nächsten Auftrag. Wenn ich hier schon oben bin, kann ich auch gleich mit Blue sprechen. Sie mögen es, in dunklen Nächten den Lichtern zu folgen. Was meinst du damit? Kannst du ein Feuer machen? Die Flamme des Feuers wird die Naturgeister zu deinem Zuhause leiten. Sie werden dich beschützen. Mach ein Feuer in deinem Haus und sie werden sich nachts um dich kümmern. Das klingt alles sehr gespenstisch. Auf meiner Insel gibt es einige Feuer, die Yaya errichtet hat. Ich werde noch mehr bauen. Super. Ja, vor meinem Haus könnte ich eigentlich was bauen. Und dort ein Feuerchen anmachen. Sammle nötige Materialien, das passt. Ernte die Pflanzen von den Ackerfeldern beim Haus von Akachis Eltern. Statue reinsetzen. Mach weiter mit Koa. Entzünde ein Feuer auf Koas Insel. Mach weiter mit den Aufträgen von Mayo. Da bin ich noch dran. Bringe Noho einige Muscheln. Ja, ist die Frage, wo finde ich die? Vielleicht kann ich bei den Marktfrauen einige kaufen. Weil ich glaube, 6 Stück sind doch ziemlich viel, auch wenn ich die finden sollte. Wir sind jetzt auch schon eigentlich am Ende der heutigen Folge angelangt. Aber ich will trotzdem nochmal zu den Damen. Ich habe alle gekauft. Super. Wunderbar. Es wird aber trotzdem Zeit, nach Hause zu fahren. Auf die Insel und dementsprechend auch mal ein bisschen was zu machen. Ja, ich habe alles. Hier kriegt man auch den Tank. Ich denke, das sollte alles sein. Wie lange brauchst du? Einen Augenblick. Okay. Möchtest du über etwas reden? Nein. Wenn du Unterhaltung brauchst, geh zu Noho. Nicht nötig. Ach, das ist wirklich ein gutes Boot. Caleb liebt solche Aufgaben. Es ist zwar seine Arbeit, verstehe mich nicht falsch, aber es ist auch sein Hobby. Ich erinnere mich noch, wie er auf einer Straße in einem weit entfernten Kontinent, wie hieß er noch? Die Erde dort war schwarz, was? Die Erde dort war schwarz und die Bäume orangenfarben. Jedenfalls ist uns ein Rad von der Achse gefallen. Es rollte den Berg hinunter, als ob es vom Teufel besessen worden wäre. Caleb hat es geschafft, am Ende alles wieder zu reparieren. Moment, das ist nicht die richtige Geschichte. Das war die, wo wir ausgeraubt wurden und weggerannt sind. Ich glaube, das war alles. Ich danke dir sehr, Caleb. Bis bald, Noho. Warte, Koa. Ich möchte mit dir reden. Oh, ich möchte aber mit dir nicht reden. Ich bin ganz Ohr. Jetzt, wo du ein besseres Boot hast, kannst du auf hoher See fischen. Meine Mutter hat mir das Fischen beigebracht, als ich noch jung war. Wir fuhren jeden Nachmittag mit einem winzigen Ruderboot hinaus, nachdem wir Mittag gegessen hatten. Wir fuhren mitten auf das Meer hinaus und warteten dort geduldig. Wir haben währenddessen nie geredet. Das hätte die Fische verschreckt. Danach sind wir wieder nach Hause gefahren. Und wir redeten immer noch nicht. Jetzt frage ich mich, warum uns das Reden so schwer fiel. Ich habe sie so sehr geliebt. Das ist eine schöne Geschichte, aber wie soll mir das helfen, besser zu angeln? Eine Angel besteht aus mehreren Teilen. Du brauchst die richtige Schnur. Wenn sie dünn und stark ist, wird sie länger halten. Die richtige. Na, ist okay. Eine gute Angelrolle bietet eine sehr gute Reichweite und Geschwindigkeit.
Ein ordentlicher Schwimmer sollte stabil auf dem Wasser liegen und nicht so stark absinken. Aber das Allerwichtigste ist der Köder. Würmer werden sehr oft als Köder genutzt. Obwohl jeder Fisch seinen eigenen Lieblingsköder hat. Hast du alles verstanden? Natürlich! Okay, dann fangen wir an. Dann fang eine Sardine für mich. Ich werde auf der Karte einige Stellen markieren, an denen du Sardinen finden kannst. Du musst dich entspannen und eins mit dem Meer werden. Denk wie ein Fisch. Dann gehe ich jetzt eine Sardine fangen. Aha. Na gut. Hier hast du deine Muscheln. Jetzt müssen sie nur noch für die Touristen mit einem Preisschild versehen. Auf diese Weise wird niemand diese uralten Muscheln übersehen. Uralt? Aber ich habe sie doch gerade erst am Strand gefunden. Das sind uralte Muscheln von neunbeinigen Einsiedlerkrebsen. Sie sehen für mich wie ganz normale Muscheln aus. Die neunbeinigen Einsiedlerkrebsen waren unglaublich schöne Kreaturen. Mit ihrem zusätzlichen Bein konnten sie über die Meeresgrund nach Erdelementen durchwühlen. Sie verschwanden jedoch plötzlich vor vielen Jahren. Die Guidos haben sie in ihre Goldminen eingesetzt, bis sie ausstarben. Oh, wie traurig. Die armen Einsiedlerkrabben. Hier, nimm diese Muschel einer neunbeinigen Einsiedlerkrabbe. Auf dieser Weise wirst du sie nie vergessen. Vielen Dank. Und dieser Rucksack ist mein Geschenk an dich. Das ist eine Sonderaktion meines Ladens. Das muss mein Glückssack sein. Oh, Fischrucksack. Fischrucksack, kein Octoblocktor mehr. Und ich habe ein besseres Boot. Oder ist das Boot schon fertig? Fange eine Sardine. Okay, Hacke. Okay. Wir müssen nach Hause. Oh, wie cool ist das denn? Das läuft. Erstmal nach Hause. Dann beende ich die Folge und guck mal, was ich zu Hause noch so machen kann wegen einfach so mit. Ja, müssen wir mal schauen. Oh, super. Wir haben einen neuen Tank. Wir haben ein neues Schiff. Das sieht schön aus. Obwohl es eigentlich genauso aussieht wie das alte. Mit ein paar Blümchen. Ist aber schön. Wunderbar. Ah, die Koa sieht so cool aus mit dieser Sonnenbrille. Das ist super. So, warte mal. Ah, ich kann jetzt viel... Oh, guck mal. Das wird ja richtig... Geht ja richtig los. So, Kleidung. Nee, das bleibt. Den Rucksack... Kugelfisch. Okay, der Kugelfisch ist nicht schlecht. Den behalte ich. Erstmal. Supi. So, jetzt wird's interessant. Will ich heute noch was machen? Ich will auf jeden Fall hier noch ein bisschen was bauen. Ich will einen besseren Hammer bauen. Neues großer Brunnen. Neues Bauelement. Hofbereich. Kupferbarren. Super. Super. Einen besseren Hammer, na gut. Eine bessere Hacke. Das läuft. Wunderbar. Freue ich mich, dass wir die Insel doch noch ein bisschen vergrößern konnten. Das freut mich wirklich. Das ist super. So, dann würde ich gerne diesen Brunnen jetzt erstmal zerstören. Und einen besseren bauen. Ein Brunnen, großer Brunnen. Ja, können wir den eigentlich... Ich baue den hier hin. Super. Und was können wir noch bauen? Wir können hier einen Ofen hinbauen? Ich weiß nur nicht. Wo will ich den Ofen denn hinbauen? Vielleicht hier hin. So, Croissant, das ist super. Koa ist erschöpft, sie muss sich ausruhen. Das weiß ich. Oh, ist die Statue. Die ist nicht schlecht. Die Frage, wo will ich die hinstellen? Will ich die vielleicht hier hinstellen? Hier so?
erstmal schlafen gehen. Das mache ich morgen. Auch in der nächsten Folge, dass die Folgen nicht so lang gehen. Macht's gut, Leute. Euer Graf. Ciao. Und die Koa sagen Tschüss. Tschüss.